Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Solar Survival. Ja, ich bin immer noch auf dem wunderschönen Planeten Neptun, habe keine Ahnung, wo es irgendwie lang geht. Ich lade hier mal noch ein paar mehr Chunks, das kann ja nicht angehen. Wo geht's denn hier wieder nach Hause? Das würde ich ja schon gerne mal wissen. Hallo? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause zu meiner Erde. What the fuck? Wieso wird... Was geht denn hier ab? Ich laufe mir hier so ein bisschen am Rand entlang. Ich sehe nichts. Was geht denn hier jetzt ab? Ich müsste hier doch irgendwas sehen. Hallo? Chance, maximal laden bitte. Also irgendwie. Wo ist denn der Rückweg? Ich hatte mir für diese Aufnahme, ah da, ich hatte mir für diese Aufnahme vorgenommen, dass ich mir den letzten Planeten vornehme. Und zwar den Uranus. Da war ich ja noch gar nicht. Und den würde ich mir wirklich sehr, sehr, sehr gerne vornehmen. Ah, jetzt lädt das Ganze hier auch mal sehr gut. Das wurde ja auch mal Zeit. So, nicht rennen, das verbraucht zu viel Essen. Und nicht runterfallen. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Damit habe ich ja in der letzten Aufnahmesession sehr, sehr super Erfahrungen gemacht, was das Runterfallen angeht. So. Oh, die Sonne geht gerade unter. Das ist natürlich echt genial. Oh, und die ganzen Bäume sind gewachsen. Nice. Boah, das heißt, ich könnte mir gleich total viele Fackeln machen. Und ja, dann habe ich endlich mal Fackeln. Das ist ja hier bei mir totale Mangelware, die Fackeln. Da ist ein Schwein. Da unten ist ein scheiß fucking Schwein. So. Erstmal Sachen abliefern. Boah, da war ja ganz schön viel von gesammelt. Das hier können wir auch hier reinpacken. Mit denen können wir nicht wirklich was anfangen. Hier haben wir noch ein bisschen Erde. Die Hoe nehme ich mal mit. Haben wir denn schon fertiges Weizen? Aber sicher doch. So, nehmen wir noch das hier mit. So, fertiges Weizen. Einmal bitte fertiges Weizen. Hier war nochmal fertiges Weizen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Oh, ups. Das war dumm. So, du bist auch fertig. So, du da siehst auch fertig aus. Wir brauchen dringend Brot. So. Wir könnten übrigens ruhig mal ein paar Schafe spawnen, habe ich gehört. So, was machen die Möhrchen? Ja. Okay, wo baue ich jetzt das restliche Weed an? Könnte ich das hier vielleicht hinbauen? Warte mal, 7 Stück habe ich, ne? Ich mache mal hier so 3 hin. Ich weiß nicht, ob das so reicht. 4 Stück noch. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Zack, 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 zack. So. Die Bäume, die müssen auch mal weg. Ich schnappe mir mal die epische Holzaxt, aber erstmal brauche ich dringend was zu essen. 2 Brote sind jetzt nicht so megamäßig viel.
Aber naja, besser als nichts. Man soll ja nicht meckern. Das ist ein Scherz, oder? Was willst du denn da, ey? Zombie, geh mir nicht auf die Eier. Was willst du? Willst du ein profs Maul haben, hä? Glaubst du, du kannst mir hier was anhaben? Mach einen Abgang. Oh, da ist wieder was fertig geworden. Sehr gut. Das nehme ich mir doch mal. So. Weil dann haben wir nämlich, das tue ich mal hier hin, dann haben wir nämlich wieder drei. Da kann ich mir nämlich noch ein Brot machen und mich wieder hochheilen. Das ist natürlich mega, mega praktisch. Nee, nicht Ofen. Ich wollte hier hin. Und ein Brot. Sehr gut, hochheilen. Hochheilen for the win. So, baue ich mir hier diesen Baum ab. Für mein Vorhaben brauche ich Fackeln. So. Der letzte Planet Uranus. Also wenn ich da keine Diamanten finde, dann habe ich natürlich ein Problem, muss ich sagen. Wenn da keine Diamanten sind, wo sind sie dann? Ich weiß es nicht. Oh, Sapling. Na komm. Dich nehme ich mit. Habe ich noch Stickies? Enderman, geh mich auf die Eier. So, ich brauche Stickies. Ich brauche erstmal ein bisschen hiervon. Ein bisschen was lasse ich mir über. So, ich brauche auf jeden Fall einige Stickies. So, eine Axt. Zombie, ich sehe dich. Du brauchst dich gar nicht so versuchen anzuschleichen. Ich habe dich sehr wohl gesehen. Geh mir nicht auf die Eier. Was wollen die alle hier, ey? Kommt doch schon wieder der Nächste. Ach, das ist doch ein Witz, ey. Leute, ich habe hier zu tun. Hallo Enderman. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ach du Scheiße, es kommt auch noch ein Skelett an. Herzlichen Glückwunsch. Aua. So, und Skelett wäre auch weg. Darf es noch wer sein? Da kommt noch ein Zombie, natürlich. Da hinten steht eine... Da steht noch ein Skelett. Wollte mich eigentlich... Wow. Hallo Enderman. Wollte mich eigentlich alle verarschen. Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Oh, Eisen. Juhu. Seit wann lassen Zombies denn Eisen fallen? So, ich muss hier dringend mal die ganzen Bäume wegkloppen. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier alles gemacht, ey? So. Ja, genau. Creeper, Skelette, Spinnen. Alles beisammen. Natürlich doch. Hier war auch noch Holz. Ist ein richtig dicker Baum hier gewachsen. Sehr gut. So, da war auch noch ein bisschen Holz. Nehmen wir mal alles mit. Da kommt jetzt doch noch irgendwo Holz, oder? Nein, Enderman, ich werde dich immer noch nicht angucken. So, wie ging denn nochmal Holzkohle? War das so rum? Ja, es war so rum. Alles klar. So, dann produziere ich jetzt mal einiges an Holzkohle. Oh, ein Apfel, cool. Dann produziert euch jetzt mal einiges an Holzkohle, damit ich mir endlich mal einige Fackeln bauen kann. Ich könnte auch mal Spinnen farmen für den Bogen. Das wäre eigentlich ziemlich sinnvoll. Das ist jetzt ein Scherz, oder?
Das eine Skelett schiebt das andere hier hin. Und jetzt habe ich zwei Skelette hier. Alter, wollte ich mich ja hier alle verarschen. Geht weg. Haben die beiden mich gesehen? Ich glaube nicht. Okay, was wollte ich noch machen? Ich brauchte... Ich könnte zwei neue Spitzhacken gebrauchen. So. Die Axt kann ich auch eigentlich erstmal wieder ablegen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Das kommt dahin. Die Stickies behalte ich mal. Könnte es mal langsam wieder Tag werden. Der Mond geht gerade unter. Sehr gut. Habe ich noch Baumaterialien? Ich habe hier Sandstone. Ja, ich habe eigentlich... Ja, komm, das reicht. Das nehme ich mir mal alles mit. So, was sagte der Ofen? Der Ofen sagt, mach dir Fackeln. Oh yeah. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Tü, so. Ein bisschen Vorbereitung ist ja erlaubt. So, machen wir noch mal ein paar mehr Fackeln. Alles klar. 40 Stück, ja, das müsste ja eigentlich reichen. Würde ich jetzt mal sagen, das müsste eigentlich reichen. So, wenn es dann wieder Tag wird, auf zum Uranus. Dem letzten Planeten in unserem Sonnensystem. So, erstmal ein bisschen Setzlinge aufsammeln. Schadet ja auch nicht. So, da werde ich jetzt nicht hingehen. Oh, Sonne, gib Gas. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich wollte nur eine Folge aufnehmen und das war's. Und da geht die Sonne auch schon auf. Sehr gut. Kann ich mir eigentlich schon mal auf den Weg machen, so ein bisschen. Das Baumaterial müsste ja eigentlich reichen. So. Ich muss den Weg irgendwie dringend mit Fackeln ausleuchten. Das geht nicht anders. Ich weiß, wo war Uranus nochmal? Konnte ich Uranus vom... Ich weiß gar nicht, wo ich genau langlaufen sollte. Warte mal, ich glaube, darum wäre irgendwie schlauer, oder? Ich glaube, darum wäre echt irgendwie schlauer. Ich glaube, vom Jupiter aus konnte ich den Uranus sehen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich denke schon. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass er da irgendwo ist. Und wieso regnet es jetzt? Komm, rennen wir mal ein bisschen. Wir können es ja. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Auf zum letzten Planeten. Wenn man auf dem Uranus Material normal abbauen kann, sage ich mal, dann werde ich, denke ich mal, wenn ich den Uranus bezwungen habe, denke ich mal, auch gleich weitergehen zum letzten Objekt im Sonnensystem, dem Satelliten, der, glaube ich, eine Voyager-Raumsonde ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. So, erstmal den ganzen Krippes mitnehmen. Wo wir gerade schon mal hier sind, ein bisschen Redstone geht eigentlich auch. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich, warum hier überhaupt Redstone ist. Kann es sein, dass es in diesem Sonnensystem gar nicht wirklich Kohle gibt und der Map-Ersteller quasi, dass der quasi gewusst hat, ja hier, Kohle gibt es hier sowieso nicht und die Leute müssen sich hier mit Redstone-Fackeln irgendwie helfen, um Licht zu erschaffen. Geht das überhaupt mit Redstone-Fackeln? Ich weiß das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Geben Redstone-Fackeln so viel Licht, dass keine Monster mehr spawnen? Ich weiß das gar nicht. Ich habe mich noch nie wirklich mit dieser Theorie beschäftigt. Ja, schön, dass es hier schneit, aber ich höre trotzdem noch Regengeräusche. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt müssen wir ein bisschen hüpfen. Kann ich aus Redstone eigentlich Redstone-Blöcke machen? Ne, natürlich nicht. Das ja, hätte ich mir auch denken können, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, Uranus, mein Lieber, wo bist du denn?
Du müsstest ja eigentlich da so sein, wo ich gerade hingucke. Da haben wir Merkur? Nee, Venus ist das. Und es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Also hier so. Da. Was ist das da? Das ist die Silhouette. Das ist die Silhouette. Die sehe ich eindeutig. Da ist er. Da ist er. Der Gute. Ich habe ihn gefunden. Okay, die Frage ist, von wo aus baue ich mich da hin? Soll ich einfach von hier aus beginnen? Ich könnte einfach mal von hier aus beginnen. Alles klar. Lapis Lazuli, du machst den Anfang. Auf zum Uranus. Dum, 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 dum. Guten Tag, mein Name ist Peter Lustig und heute machen wir einen Ausflug zum wunderbaren Uranus. Dieser Planet sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil er auf der Seite liegt, aber das macht gar nichts. Wir werden ihn gleich erkunden und hoffentlich werde ich dort fucking Diamanten finden. Diamanten und Kohle. Kohle wäre eigentlich auch nicht schlecht. Kohle ist so simpel, aber habe ich bisher noch nicht gefunden. So, das wäre natürlich jetzt ein Epic Fail gewesen, wäre das hier Sand gewesen wäre, was ich hier in der Hand habe. Aber es ist natürlich Sandstone. Unfassbar epischer Sandstone. Schön, dass es hier hinten schneit. Ist mir zwar neu, dass es im Universum schneit, aber ich will mich mal nicht beschweren. So. Mache erstmal eine Fackel hin, beziehungsweise ich mache mal ein paar mehr Fackeln hin. Ich will ja nicht, dass hier ein paar lustige Viecher spawnen, die mir hier dann derbe auf die Eier gehen. Das würde ich gar nicht so geil finden. So, auf Uranus liegt auch Schnee, das kann ich jetzt schon mal sehen. Aber ich glaube, ich baue mich gerade recht gut dorthin. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Richtung. Warte mal, ist Uranus... Oh nein, ihr miesen kleinen... Du mieser Map-Ersteller, Uranus ist doch wieder so ein scheiß Wasserding, wo ich zu so einem Kern runtertauchen muss, wie bei dem anderen Planet, wo ich ersaufe. Ach, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Na okay, komm. Da ist der Goldmond, ja, alles klar. Naja, dann wollen wir mal. Uranus, ich komme. Ich hoffe, das Baumaterial reicht. Oh nein, es wird dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Es ist Nacht. Das heißt, hier wird gleich wieder irgendwas spawnen, was mir auf Eier gehen wird. Muss ich immer wieder gucken, das ist ja nervig. Noch spawnt nix. Sehr gut. Alter, oh, wird das da auf einmal zu Schnee? Hab ich mich gerade erschrocken. Uranus, zeig mir dein Geheimnis. Vielleicht kann man von Uranus ja den Satelliten sehen. Müsste man eigentlich. Das kann man sogar. So, ich plante mal hier schnell Fackeln, bevor hier irgendwelche Viecher spawnen. Wenn es natürlich gleich direkt was vor mir spawnt, dann ja. Eigentlich dürfte hier nichts spawnen. Ich bin sogar schon relativ nah. Oh fuck, ich glaube das reicht nicht, ey. Ich bin zwar schon relativ nah, aber ich glaube es wird wieder ganz knapp nicht reichen. Ja, Minecraft-Musik, da wirst du glaube ich auch nichts dran ändern können. Ich glaube es wird nicht reichen. Ich glaube dieser Stack hier wird nicht reichen. Aber ich gebe Gas. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht reicht's ja. So, das baut nix. Tü, 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 tü. Ah, alles safe.
Ich hätte von der anderen Seite gehen sollen, da hätte ich mir von Merkur oder Venus hätte ich mir irgendwie Sachen mitnehmen können. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, weil Redstone, ich könnte Goldblöcke hier verwenden, aber weiß nicht, ob das so gut wäre. Ist das überhaupt noch richtig? Oh, ich bin sogar... Das wird knapp. Es wird... Ich muss jetzt ein bisschen nach da, aber es wird nicht reichen. Das ist das Problem. Es wird nicht reichen. Nope, es reicht nicht. Schade, was mache ich jetzt? Sich echt zurücklaufen? Boah, nee, oder? Ich hätte gedacht, 2,64er Stacks und ein bisschen was anderes reicht. Boah, Mann, ey, ich hätte doch 1,64er Stack oder so gebraucht. Naja, machst du nix. Erstmal zurücklaufen. Schwertchen gezückt. Ich meine, boah, ich glaube, ich nehme was von dem Goldplaneten. Ich nehme einfach Goldblöcke. Weil ganz ehrlich, so viel Gold brauchen wir nicht. So viel Gold brauchen wir niemals. Komm, ich renne jetzt mal. Niemals brauchen wir so unfassbar viel Gold. Ich baue jetzt da Goldblöcke ab und dann benutze ich die zum Weiterbauen. Das geht am schnellsten. Warte mal, ich muss hier irgendwie hoch. Ja, das hat ja wirklich super funktioniert. So, machen wir es mal so. Na, komm. Letztes Mal hatte ich ja das Problem, dass ich doch keine Eisenspitzhacke hatte und mich hier nicht vernünftig hochbauen konnte. Und dann hatte ich auf einmal ein klitzekleines Problemchen. So, komm. Und... Ja, sehr gut. Das passt. Aua. Aua. So, hier ist doch nichts, oder? Ne, hier ist nichts. So, fangen wir mal an, hier ein paar Fackeln zu plätten, bevor sich das doch ändert. Oh. 9 Fackeln haben wir noch. So, ich plätte mal hier an den Rändern so ein bisschen was, damit ich hier nicht von irgendjemandem überrascht werde. Das würde ich nämlich gar nicht so geil finden, ehrlich gesagt. Komm, machen wir hier noch eine hin. Eine haben wir noch. Die machen wir hier so an der Seite. Hier so hin. So, alles klar. So, lieber Mond. Es tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber du hast so unfassbar viel Gold. Das muss ich jetzt glatt als Baumaterial missbrauchen. Wobei, wenn ich Uranus so sehe, sieht Uranus nicht wirklich so mega spektakulär aus, aber okay. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Hier ist ja genug Gold. Kann man das auch mal als Baumaterial missbrauchen? Fackel, dahin bitte. Ich dachte, da kam was von rechts. So, 37, das ist ja noch nicht wirklich viel. Da geht noch ein bisschen was. Bunden wir uns mal hier durch. Ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt noch hier eine richtige Bude aufbauen will. Vielleicht werde ich mir hier auf der Map so eine kleine Mini-Bude aufbauen, weil ganz ehrlich, geht die Sonne gerade unter? Die Sonne geht unter. Es war doch gar nicht Nacht die ganze Zeit, okay. Weil ganz ehrlich, wenn ich hier, also wenn ich gleich auf dem Uranus bin und mir gibt es doch den Satelliten als letztes Objekt, dann muss ich mir ja quasi als Ziel setzen, halt nach dem Satelliten ins andere Sonnensystem vorzustoßen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie das gehen soll. Also entweder es gibt hier irgendwo ein verstecktes, funktionierendes Nether-Portal.
Oder ich muss meins da anmachen, aber ich habe bisher noch keinen Kies gesehen, woraus ich einen Flint bekommen könnte. Nirgendwo, auf keinem Planeten. Ich weiß nicht, wo das gehen soll. Also entweder ich habe was übersehen oder, ja. Weil, sagen wir mal ehrlich, der Uranus sah jetzt eben nicht so aus, als gibt es da Kies. Das müsste eigentlich auch gleich schon reichen. Ich glaube, wenn ich zwei 64er Stacks habe, dann dann gehe ich los. Dann gehe ich los. Das dauert ja nicht mehr lange. Ach, da muss ich ja wieder warten, bis es Tag wird und sonst komme ich ja nicht auf diesen Kackplaneten drauf. Wobei, wenn der fast nur aus Eis besteht, dann dürfte da eigentlich keine Monster spawnen, oder? Eigentlich ja nicht. Okay, alles klar, würde ich mal sagen. Endermänner. Ach, muss das sein. Ist da was gespawnt? Muss jetzt echt wieder die Nacht hier irgendwie skippen oder so. Ach du Scheiße. Warte. Da auf Jupiter sind mir ein paar zu viele Monster. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt hier auf und warte, bis es Tag wird. Bis sofort. So, da bin ich wieder zurück. Ihr habt absolut nichts verpasst. Ich habe nur gerade darauf gewartet, dass es Tag geworden ist. Und jetzt geht es auf zum Uranus. Go, 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 go. Bin ich ja mal gespannt, was der da für ein Geheimnis hat. Wobei ich habe so die Befürchtung, wenn ich an diesen einen Mond denke, wo ich da zum Kern runtertauchen muss, was ich eigentlich auch noch machen müsste. Der Uranus sieht irgendwie so aus, als hat er das gleiche Prinzip. Naja, was willst du da machen? So, ja, es hat ja echt super geklappt mit dem Hochbauen. Leck mich am Arsch. Alter, ich muss mal gerade eine Etage höher kommen, vielleicht noch eine Etage höher. So, ja. Alles klar, so. Ja, ein bisschen höher muss ich noch. So, jetzt dürfte es passen. Oh, da sind zwei Pfeile. Die nehme ich doch sehr gerne mit. Dankeschön. Ich habe immer noch keinen Bogen. Ich glaube, ich muss mal irgendwie gezielt auf Spinnenjagd oder so gehen. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Es wäre vielleicht sogar ein bisschen sinnvoll. So, dann wollen wir mal. Was ist das da hinten? Was sehe ich da? Sind das die Fackeln, die ich da sehe? Oder kann ich noch rennen? Ich kann noch rennen. Ich habe gerade ein Skelett von hinten, glaube ich, gehört. Ich gebe mal Gas. Ich gebe mal richtig hart Gas. Was ist das da für ein Kern? Das sieht interessant aus. Was ist das da für ein Kern? Der hat hier doch irgendwo... Also gut, dass es hier nirgendwo Kohle gibt, das kann ich ja noch verstehen. Dafür muss man sich halt mit Holzkohle, sag ich mal, aushelfen. Aber dass es hier irgendwie keine Diamanten gibt oder kein Kies. Ich meine, irgendwo muss man doch Kies herbekommen. Ich meine, wie soll man sonst ins zweite Sonnensystem kommen? Das ist mir noch ein Rätsel. Wie komme ich ins zweite Sonnensystem? Das ist mir noch ein Rätsel. Meine einzige Hoffnung ist der mysteriöse Satellit am Rande unseres Sonnensystems. Wenn es da kein Flint bzw. Kies gibt, dann ja, dann war es das. Dann komme ich da nicht hin. Dann komme ich nicht ins zweite Sonnensystem. Irgendwas brauche ich schon. Was ist das denn hier, ey?
So, warte mal, bauen wir hier mal das hier ab. Da komm. Okay, wir nehmen mal ein bisschen Stein vom Uranusring mit. Während ich mir den Weg nach oben bahne. Okay, das war schon. Sehr gut. Ist das da drin? What the fuck? Was zum Henker? Was ist das da Wasser oder? Das ist Wasser. Alter, what the fuck? Was ist das für ein... Ich traue mich nicht darunter. Ich möchte da nicht unbedingt runter, wenn ich ehrlich bin. Oh, und da ist der mysteriöse Satellit. Guckt ihn euch an. Das sieht mir aber nicht nach Kies oder sowas aus. Aber ich glaube, ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Wir haben es auf den Planeten Uranus geschafft. Wir sehen, er hat einen mysteriösen Kern im Wasser, genauso wie der eine Jupitermond. Diese beiden Kerne müsste ich eigentlich noch irgendwie erforschen. Da muss ich mir mal was überlegen. Und wir sehen, da ist der mysteriöse Satellit. Werden wir dort vielleicht Kies finden, um ins zweite Sonnensystem zu kommen? Ist dort wirklich ein Portal ins dritte Sonnensystem, dem End? Wir werden es in der nächsten Aufnahmesession erfahren. Bis dann, ciao.